Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stoppuhr im Wohnzimmer stehen lassen. Deswegen, ich stopp die Aufnahme jetzt nicht. Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und hol die. So, das war's. Bin wieder da. Din, din. Und jetzt hört ihr auch gleich, wie es angeht. Und zwar, das war's. Okay. Zuerst holen wir uns mal die Tagesaufgabe ab. Wird eh wieder nur Schrotti-Schrott sein. Nein, ich nehme natürlich alles mit, sowas gab's früher nicht, also das ist ja trotzdem irgendwo Bonus, ne? Ich lasse jetzt auch mal die Animation laufen. Ich meine, es kann ja auch theoretischerweise ein Info- und Bronzespieler drin sein. Aber es ist nur ein seltener Bronzespieler. Spencer, der, so wie er von den Werten her aussah, gar nichts wert sein wird, es sei denn, man braucht ihn für eine Squad-Building-Challenge und ich kann mir keine vorstellen, wo man die krass brauchen würde, die Karte. Jo, das ist nichts. Ach, es sind nur zwei Bronzespieler, dann gucken wir die auch direkt noch nach. Wir haben jetzt mittlerweile doch immer mal wieder Sachen in den Bronze-Packs drin, die wir schon doppelt haben. Das ist krass, wie schnell man dann doch die Sachen einsammelt. Ich nicht gedacht. Oh, ein Silbervertrag, das ist schön, weil da ist wenigstens ein bisschen was wert. Fitness ist auch immer gut, die kann man immer mal gebrauchen. Heilung haben wir ja gesehen. Also haben wir, ich glaube in FIFA 18 haben wir so viele Heilungskarten bisher sogar schon eingesetzt wie noch nie. Also ich glaube zumindest, wir haben jetzt schon mehr Heilungskarten eingesetzt als zum Beispiel komplett in FIFA 17. Da habe ich über 1000 Spiele gemacht. Von daher ist es schon krass. Ich weiß gar nicht, ob ich in FIFA 17 überhaupt groß mal eine Heilungskarte verwendet habe. Und jetzt gehe ich mal auf den Markt, weil ich will wissen, was der noch bessere Kimmich, der Team of the Group Stage Kimmich, was der wert ist. Also was er mich kosten würde. Was ist der normale? Gibt es den überhaupt schon zu ziehen? Ja, ich dachte, oder? Ach, hat EA wieder diesen Mist gebaut, dass man den nicht als Spezialkarte findet? Ja, haben sie. Ach, diese Idioten. Was? Nur 99.000? Ach Gott, das ist ja billig. Minimaler Sofortkaufpreis nehmen wir mal 30.000 und maximaler. Ja, 100.000 einfach. Wir haben jetzt trotzdem viele von den Informs sehen, genau. So, also den gibt es schon für 93.000. Das ist ja krass. Und was ist der 86er wert? 66? 54, okay, also wenn ich den 86er verkaufe, kann ich mir den momentan definitiv noch nicht leisten, aber er wird dann, denke ich, zur nächsten Weekend League eingekauft werden. Upgrade, 1 Punkt mehr Tempo, 3 Punkte mehr Dribbling, 3 Punkte mehr Schuss, 2 Punkte mehr Defensive, 2 mehr in Pass und 2 mehr in Physis. Ja, das klingt ganz gut. Und dann hätten wir wieder eine neue Farbe. 93.000, also wird er minimal wahrscheinlich für 90.000 zu bekommen sein. Was war das gerade? 95. Okay, 88,5, ja, um die 90.000 halt. Alles klar. Das wollte ich nur mal wissen. Es hätte ja sein können, dass er noch billiger ist und ich mir den hätte vielleicht sogar leisten können, aber ich könnte jetzt auch Karten verkaufen aus meinem Verein und mir den dann leisten, aber das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. So, wir wollen wieder konzentriert spielen. Und uns vor allem nicht aufregen. Das ist so wichtig und halt auch schon dieses Kleine, auch schon dieses Kleine, auch Innerliche, was man dann vielleicht nicht nach außen tragen will, aufregen, das ist halt schon, das darf man schon nicht. Man muss wirklich ganz, ganz kühl, ich glaube, ich habe es in den letzten beiden Spielen ganz gut gemacht, aber das hat mir immer noch nicht zu 100% gefallen. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, weiß ich, es gab trotzdem Kleinigkeiten, da hätte ich noch besser spielen können, noch ruhiger bleiben können. Aber ist euch mal aufgefallen, dass jetzt in FIFA 18 man ständig die vollen Balken hat, also 5, das gab es ja in FIFA 17 gar nicht, ich hatte kein einziges Mal und hatte immer nur 4 maximal. So, das ist jetzt kein überragendes Team, aber trotzdem gefährlicher Sturm, das ist halt immer so, also entweder haben die mega krasse Spieler oder sie haben halt normale Spieler, die aber mega krass sind, von daher. Also, klar, ein Mbappé und ein Martial, die werden jetzt nicht besser sein als ein Ronaldo, aber, oder als ein Inform irgendwas, krass, Cavani 90er, aber ihr wisst, was ich meine. So, mal gucken, ob er aufs 4-1-2-1-2 umstellt, davon gehe ich mal aus. Wobei ich zugeben muss, das hat jetzt in den letzten Spielen wurde das deutlich weniger gespielt, das 4-1-2-1-2, aber hier ist mal wieder einer dieser Spieler. Und ja, es kann Fluch oder Segen sein, es kommt echt total stark darauf an, wie der Gegner es spielt. Wenn er es gut spielt, ist es einfach eine super eklige Formation, aber ist wahrscheinlich jede Formation super eklig, wenn der Gegner sie gut spielt. Und wenn er sie schlecht spielt, dann wahrscheinlich auch jede Formation ganz geil, aber das 4-1-2-1-2 ist jetzt schon eine der Formationen, wo man meiner Meinung nach leichter
geil spielen kann. Alles voller Konfetti hier. Mir geht gerade das Kabel auf den Sack hier von meinem Headset mal wieder. Moment mal. So. So. Sorry, dass ich hier unterbrochen habe. Ach, ich wollte auch mal nachgucken, wie viele Tore Soka das schon gemacht hat, aber ich glaube, es war sein zweites Kopfballtor, was er im letzten Spiel gemacht hatte nach einer Ecke. Ah, jetzt hat Origi aber auch schlecht gepasst. Oh oh. Natürlich ist Alessandrini nicht kopfballstark, weil wer so frei und alleine zum Kopfball kommt, der muss eigentlich zumindest das Ding aufs Tor bekommen. Haben wir Glück. Boah, jetzt ist wieder Ginter in den Lauf, ey. Freunde, Freunde, Freunde. Schade. Schön gemacht von Schmelzer. Ich sage, ja, defensiv ist er wirklich nicht schlecht. Offensiv lässt er halt zu wünschen übrig, aber es ist halt einfach nicht wert. Ja, es war dumm von mir. Das von ihm aber auch. Schade, aber ich glaube, da wäre auch nicht rein. So, Sokrates steht wohl ganz anders. Ah, viel zu nah. Oh! Dachte ich, erst drin. Scheiße, Mann. Wie er jetzt darüber läuft, als ob ich dann darüber flanken würde. Was ist denn mit dem los? Sehr geil. Ich meine, ist mir natürlich lieber, weil dann ist es noch weniger risikobehaftet. Aber. Oh, der war nicht so geil. Oh, fuck! Ich hätte einen Tick eher eindrehen müssen. Ich war durch und dann habe ich versaut. Getunnelt, krass. Oh, da haben wir Glück, aber das war auch eigentlich eine schwierige Schusssituation da. Und trotzdem legt er den so krass hin, ey. Scheiß Alessandrini. Das ist echt gut, er macht es echt gut. Goretzka lange kein geiles Ding mehr rausgehauen, aber da hat er auch nicht nur die geilen Abschluss- und Distanzschusswerte. Oh oh. Oh Gott, was für ein schwacher Abschluss schon wieder. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er richtig schlecht abschließt. Mit dem Kopfball würde ich sagen, das war nicht seine Schuld, aber das war natürlich seine Schuld. Das war ein miserabler Abschluss. Den wollte er ganz komisch da ins lange Eck schlenzen, aber der Schütze war nicht gut dafür ausgerichtet und er hätte ihn einfach flach schießen sollen. Abseits. Nee, doch nicht. Schade.
Ah, Sokrates, aber nicht platziert genug. Oh, das war auch Sokrates. Eigentlich geil. Weiß ich nicht, warum das von Sokrates ein Foul gewesen sein soll. Ja, jetzt muss er ja machen. Scheiße, dass er noch das Auge gehabt hat zum Rüberlegen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich wieder versaut. Mist, was mache ich denn jetzt? Ich bin eigentlich auch ganz gut zum Abschluss gekommen. So eine Chance hatte ich leider noch nicht. Ich glaube, ich lasse erstmal die Halbzeit noch im... ...4-2-3-1. Gegner macht es gut und... fall immer wieder auf sein Zustellen rein. Warum ist denn das kein Foul? Leider kommt immer der Gegner zu Situationen, nicht ich. Oder jetzt zumindest nicht. Oh nein! Scheiße, Alu! Fuck! Guter Schuss. Aber jetzt sind wir wieder drin. Ja! Ja! Orishi macht's! Nice! Wir waren aber auch Kopfballsteiger in dem Spiel. Sehr geil! Ist aber auch definitiv die kopfballstärkere Mannschaft nach Ecken mit Sokrates, Ginter, Orishi. Sehr geil! Wenn jetzt noch Werner drin wäre, hätten wir auch noch einen kopfballstärkeren Stürmer, aber... Ja, das ist auch nicht der allerstärkste Kopfballspieler. Sehr geil. Jetzt spielen wir weiter konzentriert und diszipliniert. Sehr schön. Moralisch wichtiger Zeitpunkt. Und ja, wir sind auch gut zum Abschluss gekommen. Das lassen wir so, die Formation. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht so viel in seine Füße spiele, in seine wirklich gutes Zustellen der Passwege. Schade. Oh, den habe ich aber auch drin gesehen. Verdammt. Wieder einfach über diese scheiß Pace. Das kotzt mich an, ne. Glücklicherweise war der Pass nicht gut genug. Ich wollte nicht schießen, ich wollte die Schusstäuschung machen, aber ich nehme auch gerne die Ecke mit. Oh, Gnabry! Mann, Mann, Mann! Mach das Ding! Wäre das geil gewesen! Schlechte Ballannahme. Sehr schön von Schmelzer. Hätten wir lieber hochspielen sollen, es war schlecht. Geil gemacht mit der Rangis.
Oh nein, nein! Warum läuft denn der nicht weiter? Dadurch mache ich einen schlechten Laufpass. Boah, ach, wenigstens war es mal ein Foul, ey. Ich wollte gerade sagen, das kotzt mich an bei Gnabry teilweise, dass er einfach direkt immer einen Ball verliert, wenn jemand da ist. Er ist einfach körperlich nicht stark genug. Da merkt man den Unterschied zu Werner, deswegen denke ich halt auch, dass Werner den Tick besser ist. Aber wie gesagt, rein von den Score-Werten kann man es auch nicht sagen. Alessandrini, guter Freistoßschütze. Wie weit ist es denn? 25 Meter. Oh, getunnelt. Macht mit Goretzka. Sonne ist natürlich noch frisch. Man kann ein bisschen rumlaufen. Gut, dass der jetzt gelb hat. Was mache ich denn jetzt? Ich flank da nur ungern rein. Es gibt meistens ganz eklige Konter. Oh krass! Schaffen wir es fast noch einen Kopfballtor zu machen. Das wäre natürlich geil gewesen. Das war eigentlich auch wieder ein Foul, verdammt. Schade. Wieder Goretzka, zweimal, sehr gut. Der Ball wieder weg bei Gnabry. Oh, das ist auffällig. Das ist eigentlich ein Elfmeter. Oh, verdammt nochmal. Das ist meine Anspielstation gewesen. Das wäre wahrscheinlich ein Tor geworden. Sowas von Elfmeter, ey. Aber es ist klar, wenn der Ball nicht da ist, dann gibt es fast nie einen Elfmeter. Das gab's schon. Also ich habe es schon mal gesehen, FIFA 18, auch für mich, glaube ich. Aber das ist selten. Es wäre wahrscheinlich das 2-1 gewesen.
Weil der Ball ist genau zu Arangis gegangen und er hat ihn nur nicht bekommen, weil er noch lag oder gerade aufgestanden ist. Wieder Goretzka macht ein hervorragendes Spiel, vor allem defensiv. Egal. Fast hätte Goretzka den Ball wieder gehabt. Schön gemacht mit Ginter. Fuck. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter, Man of the Match, aber sowas von Man of the Match. Defensiv mega krass. Dann sage ich noch, in dem Spiel hat lange keinen mehr rausgehauen, hat aber auch nicht so die Abschlusswerte. Und dann packt der so ein Ding aus. Ach du Scheiße, ist das geil. Damit veredelt, damit krönt er seine Leistung in dem Spiel. Unglaublich geil. Und jetzt müssen wir, also das müssen wir jetzt schon zu Ehren von Goretzka, müssen wir das Ding jetzt schon gewinnen. Ohne Scheiß. Oder wir sind halt zu weit weg bei Sonnen und er macht halt den Ausgleich oder so. Scheiße, Mann. War natürlich auch ein gutes Tor, aber ich habe mich nicht getraut, näher ranzugehen, was natürlich dann im Endeffekt ein Fehler war, weil ich gedacht habe, der dribbelt sich sonst vorbei und dann ist es halt auf jeden Fall ein Tor und der Distanzschuss ist natürlich schwieriger als der Schuss, wenn du durch bist und dann, naja, schade. Egal, weiter durchhalten, sondern nur bis wir halt versuchen, das Elfmeterschießen zu gewinnen. Jedenfalls keinen weiteren Gegentreffer fressen und am besten noch selber einen schießen. Elfmeter bitte. Oh, fuck. Kein Elfmeter. Abgefälscht. Oh, fuck, fuck, fuck.
Nein. Oh Gott, es war knapp. Hallo. Schade, wäre verdient gewesen. So, jetzt konzentriert spielen. Kein Verschießen. Naja, im Elfmeterschießen verloren. Es ist meiner Meinung nach keine verdiente Niederlage insgesamt. Elfmeterschießen hat er glücklichere gewonnen. Beide haben keinen verschossen und scheiß drauf. Auf zum nächsten Spiel. Hatten, denke ich, ein bisschen Pech in dem Spiel, von daher. Moment mal, wer hat eigentlich das andere Tor geschossen? Origi, genau. Vorlagen Gnabry und Kimmich. Okay, Gnabry macht trotzdem sein Scorerpunkt. Ja, ein bisschen ärgerlich, das Verlieren, aber ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Leistung. Bin bis zum Ende dran geblieben. Gegner hat wirklich gut gespielt. Ich denke, wir hatten schon unsere Vorteile, hatten ja auch Alu-Treffer. Gegner hatte auch einen Alu-Treffer, ich hatte glaube ich zwei. So, Gnabry bekommt jetzt zum Beispiel nur einen kleinen Goldvertrag oder vielleicht bekommt er sogar nur den Silbervertrag, genau, weil ich gar nicht weiß, wie viele Spiele ich den jetzt noch spiele. Er hat halt immer noch nur 7 Scorer-Punkte, aber er bekommt, wenn er so bleibt, auf jeden Fall erstmal bis zu seinem 10. Spiel Zeit. Coman bekommt mal einen kleinen Goldvertrag. Bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, wie lange er bleibt, aber in der Weekend League wird er auf jeden Fall dabei sein. Gut, und jetzt weiter so konzentriert spielen, weil das war echt ein guter Gegner. Wenn ich so konzentriert spiele, da kommen auch mal wieder schlechtere Gegner, dann muss ich hier einfach noch einige Spiele gewinnen. Und selbst das Elfmeterschießen war eigentlich ganz gut von mir. Halt ein bisschen Pech gehabt, dass er das eine Mal richtig war. Und ich habe halt leider nie die richtige Situation, Position, wie auch immer erahnt. Leider. Der stellt wahrscheinlich aufs 4-1-2-1 vor. Pires, ich glaube, den hat man noch nicht als Legende bei einem Gegner. Das ist auch wieder lustig. Er hat eine Legende drin, Aubameyang, aber Horn und sowas im Tor. Also wieder total unausgeglichenes Team. Vorne Hui, hinten Pfui oder so ähnlich. So, jetzt konzentrieren wir uns aber. Schade. War aber auch Khedira. Schade. Hat er leider Glück.
Das war dumm von mir. Das war einfach ein dummer Pass, den ich nicht machen darf. Wenn ich jetzt ein Tor frisst, ist es leider meine Schuld. Oh, wieso spiele ich diesen dummen Pass? Wieso spiele ich diesen dummen Pass? Der Pass war einfach komplett dumm. Aber egal, wir können diesen Fehler wieder gut machen, indem wir jetzt das Spiel noch gewinnen, indem wir das Spiel drehen. Aber das ist schön, dass es wenigstens eindeutig meine Schuld war und nicht Luck. Damit kann ich irgendwie besser leben. Krass, wie ich permanent ausgepfiffen werde, wenn ich am Ball bin. Und so aggro wie der Gegner ist, sollte es eigentlich auch mal zu Situationen kommen, wo er wie hier Stellungsfehler hat. Schade. Ich flüge einen Tick zu weit. Er scheint wieder im Team zu sein. Nach vorne ist er gut, nach hinten nicht so gut. Also muss ich anfangen, hier Tore zu schießen, damit ich mehr habe als er am Ende. Fuck. Na, da geht nicht ins Aus. Kommt einfach zu gut durch. Und hat Luck. Und jetzt haben wir Luck. Mann. Das ist unglaublich. Jetzt muss ich mal rausfinden, ob die Formation nach vorne funktioniert oder ob ich aus 4-1-2-1 umstellen muss. Nach hinten funktioniert sie anscheinend nicht. Okay, wir stellen um.
Wir stellen um. Das funktioniert so nicht. Wir stellen um. Ich will noch mal kurz die Statistik angucken, aber wir stellen um. Ja. So, Perisic, das letzte Mal hast du auf der Position 3 Tore gemacht. Mach das bitte wieder. Vielen Dank. Okay, jetzt schauen wir mal, ob diese neue Formation was bringt. Bisher war der Gegner leider besser als ich, zumindest nach vorne. Nach hinten, hat er Probleme gehabt, aber er ist vorne einfach so krass gut, dass er das hinten auf jeden Fall ausgleicht. Ich komme halt nicht groß zum Angreifen, weil er dann dauernd stundenlang Ballbesitz hat. Nicht schlecht. Oh, geht wieder nicht raus. Fuck. Oh nein, nein! So weiß ich, wie sich meine Gegner mal fühlen. Oh, auch noch abgefälscht, krass. Krasse Parade. Wieso steht denn da wieder Icardi vorne, der langsamere von beiden? Macht auf jeden Fall Sinn, dass Perisic da steht. Och Mann! Och! Nee, 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 nicht aufregen, das bringt nichts.
Nochmal nach unten weiterlegen. Ach, zu spät gesehen. Gebe den aus. Och, der hat aber auch ein Glück. Das gibt's doch nicht. Das war's. Scheiße, warum habe ich nicht gewechselt? Ich hätte viel eher wechseln müssen. Ich hab's nicht mehr angedacht. Ich meine, war so im Spiel vertieft. Es ist auch so komplett beschissen, dass es immer 2 Minuten Nachspielzeit ist. Das war's. Ach, es ist ein ärgerlicher Niederlage, aber ich glaube, sie ist verdient. Weil der Gegner vor allem, ich fand ihn defensiv nicht so stark, aber ich bin halt auch nicht viel in die Offensive gekommen, weil er war offensiv so stark, dass er halt die ganze Zeit den Ball hatte. Und ja, hat auch mehr Ballbesitz als ich, was sehr selten der Fall ist. Von daher, leider eine verdiente Niederlage. Schade, das macht natürlich die vorhergehende Niederlage ein bisschen ärgerlicher, weil der hätte mal eigentlich, da hätte mal mehr drin gewesen. Tja, beim nächsten Mal wird es besser. Die nächsten 2 Spiele gewinnen wir dann wieder, nachdem wir die beiden verloren haben. Ich glaube, davor hatten wir dann ja auch die 2 Spiele gewonnen. Von daher. Und Perisic, wo steht der jetzt? 7 Spiele, immer noch 8, aber er ist so gut. Er bekommt auf jeden Fall noch ziemlich lange Zeit, sich zu beweisen. Deswegen können wir ihm auch einfach den großen Vertrag geben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.